heute soll es wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher geben und ich muss sagen, ich habe auch diese zwei Bücher wieder relativ schnell gelesen. Gerade das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, habe ich quasi eingesaugt. Ich habe so auf dieses Buch schon hingefiebert und mich so schon gefreut auf dieses Buch und ja, wie gesagt, heute soll es wieder die letzten zwei gelesenen Bücher geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Und das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist Fighting to be Free, nie so begehrt. Das ist der zweite Teil zu Fighting to be Free, nie so geliebt und ich habe mich wahnsinnig auf dieses Buch gefreut, denn das erste Buch, dieses pinkene hier, hatte so ein schreckliches Ende. Ich habe am Ende so mit den Charakteren mitgelitten und ich habe dieses Ende verflucht und ja, ich war dann ganz, ganz traurig am Ende und war halt, wie gesagt, extrem gespannt auf den zweiten Teil und habe mich jetzt umso gefreut, dass der jetzt endlich rausgekommen ist. Der zweite Teil von Fighting to be Free spielt 3 Jahre nach dem ersten Teil. Wir begegnen hier wieder Jamie. Jamie ist unser Protagonist aus dem ersten Teil. Wir lesen dieses Buch auch aus der Sicht von Jamie und Ellie. Also das fand ich im ersten Teil schon richtig gut und fand ich jetzt auch im zweiten wieder richtig, richtig toll. Denn Jamie ist ein Charakter, den muss man einfach lesen und man muss in seine Gedankenwelt eintauchen. Das ist einfach so cool. Ich muss jetzt an dieser Stelle einen fetten Spoiler loslassen, sonst kann ich nichts zum Inhalt sagen. Jamie und Ellie haben sich am Ende vom ersten Teil getrennt. So, Punkt. Das ist auch der Grund, warum diese Geschichte 3 Jahre später spielt. Würde ja sonst keinen Sinn machen. Auf jeden Fall ist es so, dass Jamie und Ellie sich auch 3 Jahre lang nicht gesehen haben. Jamie hat Ellie aber nie aus den Augen verloren. Er hat immer ein Auge auf sie gehabt, egal was war, denn er konnte sie nie so richtig vergessen und trotzdem hat die Zeit ihn sehr, sehr stark verändert, denn er ist in eine Welt eingetaucht, mit der er eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte und ja, ist jetzt mittendrin in der New Yorker Unterwelt. Und Ellie taucht jetzt 3 Jahre später wieder auf und Jamie weiß nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Er merkt schon, dass er noch Gefühle für sie hat und er möchte sie aber nicht an sich ranlassen. Er möchte sie auf Abstand halten. Denn wie gesagt, er führt ein recht gefährliches Leben und möchte Ellie da auf keinen Fall in Gefahr bringen. Doch es ist so, dass die beiden natürlich über kurz oder lang wieder aufeinandertreffen und ja, keiner der beiden weiß so recht, wie er mit der Situation umgehen soll und was dann daraufhin alles passiert und ob dieses eine Treffen vielleicht schon zu viel war und Ellie nun in Gefahr schwebt, das ist es, worum es in diesem Buch auch schlussendlich geht. Es geht aber auch noch um so viel mehr. Es geht auch darum, herauszufinden, warum Ellie jetzt nach 3 Jahren zurückgekommen ist nach Amerika, denn sie hat sich in London ein neues Leben aufgebaut. Es geht darum zu ergründen, was bei Jamie alles passiert ist, in was für Machenschaften er mit drin steckt und ja, ob die beiden vielleicht noch eine zweite Chance kriegen sollten für ihr Happy End oder halt auch nicht. Und ich muss sagen, ich fand die Handlung in diesem Buch einfach so großartig. Es waren Plot-Twists in dieser Geschichte, die waren sehr offensichtlich. Es waren aber auch Wendungen in der Geschichte, wo man es nicht hat so genau kommen sehen. Und ja, ich fand die Handlung einfach wieder großartig. Ich war im ersten Teil schon von der Handlung total begeistert. Da hat mich Kirsty Mosley komplett abgeholt und sowas auch im zweiten Teil. Ich war im ersten und im zweiten Teil auch komplett bei den Charakteren. Ich liebe Jamie. Ich finde, dieser Mann ist das typische Bad Boy-Klischee, aber er ist so toll. Er hat eine so tolle, ruhige, sanfte Seite, die er halt immer nur Ellie gegenüber zeigt. Und ach ja, dieser Typ ist einfach so toll. Ich muss im Allgemeinen noch dazu sagen, wer gerne Bücher liest, die realistisch sind. Also ja, wo man wirklich sagen kann, okay, das könnte tatsächlich so passiert sein. Der sollte dieses Buch, den zweiten Teil, auf jeden Fall nicht lesen. Denn es wird ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte, wird es alles sehr, naja, sehr übertrieben und sehr viel. Ich fand es richtig cool, denn sowas hat man in Büchern eher selten, weil wie gesagt, die meisten wirklich gucken, dass es schon noch in realistischen Rahmen bleibt. Ich fand es wirklich sehr, sehr cool, dass es in so eine andere Richtung abgedriftet ist. Ich fand so, die zweite Hälfte vom Buch war mehr wie ein Actionfilm als wie ein Buch. Ich habe so richtig so Fast and the Furious und nur noch 60 Sekunden mäßig so die Szenen vor mir ablaufen sehen, gerade wo es um Autorennen ging und Drogendeals und diese New Yorker Unterwelt und das war einfach so richtig cool. Schießt rein und Drohungen und ja, das also ich fand das richtig cool auch geschrieben. Aber wie gesagt, wer halt gerne Bücher liest, die wirklich komplett realistisch sind, der sollte vom zweiten Teil die Finger lassen, weil ja, sonst wird er sich wahrscheinlich hinterher drüber aufregen und sagen, boah, wie unrealistisch ist das denn und ja. Aber ich mag es und ich fand es richtig cool und es hat mir voll Spaß gemacht, das zu lesen und ja, ich liebe halt aber auch solche Filme, muss ich dazu sagen, ne? Und ja, also es ist ein sehr, sehr actionreiches Buch auch auf jeden Fall. Aber ich war eigentlich gerade noch bei den Charakteren. Den Charakteren kann ich nur sagen, dass man hier schon merkt, wie Ellie und Jamie sich in den letzten 3 Jahren verändert haben. Wie sie sich weiterentwickelt haben, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite doch noch irgendwie an ihrer Vergangenheit hängen.
Und ja, man merkt halt einfach diese Liebe zwischen den beiden. Das hat man im ersten Teil schon immer absolut gemerkt. Also ich habe das voll mitgefühlt mit den beiden. Also ich war wirklich komplett bei den Charakteren. Und das war auch im zweiten Teil wieder so, dass wo die beiden dann endlich aufeinander getroffen sind. Ich habe echt gedacht so, boah, wann treffen die jetzt endlich nicht aufeinander? Ich habe jetzt schon 100 Seiten gelesen, die haben sich immer noch nicht getroffen. Und ich habe da wirklich drauf hingefiebert, ganz einfach, weil diese Stimmung zwischen den beiden und diese Dynamik und diese Spannung, die ist einfach richtig gut. Und sowas hat man nicht oft bei Büchern. Und ja, es war auch im zweiten Teil wieder sofort da und mein Gefühl beim Lesen war auch sofort da. Und ich war, wie gesagt, komplett bei Jamie. Ich war komplett bei Ellie. Bei Ellie war ich komplett sowieso schon wegen dieser gesamten Situation, was ihr da passiert ist. Ich habe da so mit ihr gelitten. Ich habe da so mit ihr gefühlt. Und auch Jamie konnte ich so gut verstehen. Ich habe am Ende vom ersten Teil da war ich komplett bei Jamie. Ich habe mir gedacht, so einerseits, wie dumm bist du, dass du das jetzt machst? Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, ich kann dich verstehen, dass du das machst, aber dieses Gefühl, wie das Ganze halt durch den Schreibstil auch vermittelt wird, das war so großartig und gerade dieser wahnsinnig tolle Schreibstil war auch im zweiten Teil wieder ausschlaggebender Punkt, warum das Buch mir noch besser gefallen hat und als eh schon von der Handlung her. Und ja, Kristi Mosley schreibt einfach, wie gesagt, richtig toll. Sie schafft es, eine richtig gute Spannung in der Geschichte aufzubauen. Sie schreibt total actionreich. Wie gesagt, die letzten 100 Seiten definitiv waren mehr wie ein Actionfilm als wie ein normales romantisches Buch. Und das fand ich so gut und ich konnte mir das alles so gut vorstellen und die Szenen waren so gut und die Umschreibungen von New York waren so gut und das hat mir einfach alles richtig gut gefallen. Ich wie gesagt, war komplett drin in der Geschichte und ich habe das Buch wahnsinnig schnell gelesen. Ich war so traurig, als es dann vorbei war, weil es halt zu Ende war. Mein Fazit zu Fighting to be Free ist, wenn ihr ein Buch sucht, was absolut spannungsgeladen ist, was einen wahnsinnig tollen romantischen Schreibstil hat, was wahnsinnig tolle Charaktere hat, was einfach von den Beschreibungen her richtig gut ist, dass die Szenen vor allem abfahren wie in einem Actionfilm, dann ja, solltet ihr euch Fighting to be Free, den ersten wie auch den zweiten Teil, definitiv angucken. Ich bin ein riesiger Fan von den beiden Büchern und ja, ich werde sie definitiv hüten wie ein Augapfel und spätestens nächstes Jahr nochmal lesen, denn das ist einfach eine so tolle Geschichte. Und die beiden Bücher sind ja ein Debütroman und ich habe mir nur so gedacht, wow, also für sein erstes Werk so ein Buch abzuliefern, Hammer. Einfach nur mega Hammer. Ich werde Kristi Mosley auf jeden Fall im Auge behalten. Das heißt, falls von ihr nochmal was kommt, werde ich es auf jeden Fall lesen. Denn wie gesagt, Fighting to be Free sind einfach zwei richtig gute Bücher. Und ich liebe, liebe, liebe alle beiden Teile. Und ich liebe die Geschichte von Jamie und Ellie. Ich liebe die Dynamik zwischen den Charakteren. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe das Setting. Ich liebe den Schreibstil. Und ich glaube, ich wiederhole mich. Aber ihr solltet diese Bücher unbedingt lesen. Ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Und ja, ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Es war ein gutes Ende im zweiten Teil. Ich bin mit dem Ende auch sehr, sehr zufrieden. Und ja, freue mich auf weitere Bücher der Autorin. Und wie gesagt, lest Fighting to be Free. Entweder nie so geliebt oder nie so begehrt. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Und das zweite Buch in diesem Video ist Der Himmel in deinen Worten von Bridget Kemmerer. Und ja, dieses Buch habe ich netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, wie auch Fighting to be Free, sollte ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal anmerken, dass ich beide Bücher netterweise vom Verlag bekommen habe. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an den HarperCollins Verlag. Der Himmel in deinen Worten ist ein ganz, ganz anderes Buch wie Fighting to be Free. Fighting to be Free ist ja so eine erotische Liebesgeschichte, auch eher sowas für Erwachsenere. Können aber natürlich auch Jugendliche, die entsprechende Reife haben, auch lesen. Und ja, Der Himmel in deinen Worten ist ein Jugendbuch und es ist ein Jugendbuch, was sich mit der Thematik Trauer, Verlust und Ängsten auseinandersetzt. Und ich fand, die Autorin hat das hier sehr, sehr gefühlvoll erzählt. Sie ist mit der richtigen Sensibilität an diese ganze Geschichte und diese ganze Thematik rangegangen. Und ich fand das Buch einfach wirklich richtig gut umgesetzt. Ich fand, die Autorin hat dieses Buch richtig gut erzählt. Ich fand den Schreibstil passend zur Thematik, denn wie gesagt, in diesem Buch geht es ja um Trauer, um Verlust, um Ängste, um Selbstzweifel. Und ja, hat Bridget Kemmerer wirklich ganz, ganz toll umgesetzt. Ich mochte das Buch auf jeden Fall. Ich fand die Geschichte richtig gut. Ich mochte die Charaktere. Ich konnte mich in die Charaktere richtig gut hineinversetzen. Und ja, ich erzähle euch aber was, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Juliet und Juliets Mutter ist vor einigen Monaten gestorben und das
kann sie irgendwie nicht so richtig verarbeiten, denn sie hatte zu ihrer Mutter eine ganz, ganz spezielle Beziehung. Also sie war natürlich ihre Mutter, aber auch ein Vorbild und ein Idol, denn Juliet wollte immer so sein wie ihre Mutter. Und ja, als sie dann gestorben ist, war das für sie natürlich ein Schock. Und wie gesagt, sie hat es bis jetzt nicht so wirklich verkraftet, das zu verarbeiten. Deswegen schreibt sie ihrer Mutter jede Woche Briefe, die sie ans Grab legt, um halt so das Gefühl zu bekommen, ihrer Mutter halt auch immer noch was zu geben und noch irgendwie in Kontakt zu stehen mit ihr. Denn sie schreibt ihrer Mutter schon ihr ganzes Leben lang Briefe. Denn die Mutter von Juliet war Fotojournalistin für eine große Zeitung und war halt viel in Krisengebieten unterwegs und hatte halt sehr viele Fotos gemacht und all solche Sachen und Preise gewonnen. Deswegen war Juliets Mutter auch nicht viel zu Hause. Und wie gesagt, dieser Briefaustausch findet zwischen den beiden schon statt, seitdem sie ganz, ganz klein war und schreiben kann. Und ja, das verbindet sie halt jetzt noch mit ihrer Mutter und deswegen schreibt sie halt jede Woche Briefe. Und normalerweise verschwinden diese Briefe dann auch, aber es ist so, dass an diesem einen besagten Tag, als Juliet auf den Friedhof kommt, sie merkt, dass ihr Brief noch da ist. Und als Juliet sich den Brief wieder annimmt und ihn auseinanderfaltet, stellt sie fest, dass sie eine Antwort bekommen hat. Und das macht sie erstmal total wütend, weil jemand die Dreistigkeit besessen hat, in ihre Privatsphäre einzutauchen und ihren Brief zu lesen. Und ja, aufgrund dieser Wut schreibt sie einen weiteren Brief an denjenigen, welchen wer auch immer, und schreibt halt rein, was das für eine Frechheit ist und dass man einfach fremde Briefe liest und ja, so beginnt quasi der Austausch zwischen ihr und einer fremden Person. Juliet stellt sehr, sehr schnell fest, dass dieser Briefverkehr, den sie mit dieser unbekannten Person führt, ihr sehr, sehr viel gibt und ihr auch hilft, über bestimmte Sachen zu sprechen und sich auszutauschen in Gedanken, denn diese andere Person ist ebenfalls wie sie noch schwer in ihrer Trauer und sie merkt halt auch sehr, sehr schnell, dass diese Person ebenfalls etwas Schlimmes erlebt hat, was sie noch nicht verwunden hat. Und so helfen die beiden sich dann quasi über die Briefe gegenseitig. Das Ganze geht bis zu einem gewissen Grad und Juliet fragt sich dann natürlich irgendwann, wer hinter diesen Briefen steckt. Auf der anderen Seite dieser Geschichte haben wir hier Declan. Declan ist der Bad Boy der Schule, der Loser, der Außenseiter, der Typ, aus dem sowieso nie was wird. Und ja, Declan arbeitet Sozialstunden auf dem Friedhof ab. Und Declan ist derjenige, welcher der Juliets Briefe findet. Das kann ich euch erzählen, weil das erfahren wir bereits im ersten Kapitel. Das spoilere ich euch auch nicht. Und ja, Declan versteht den Schmerz von Juliet. Und Juliet schreibt in ihren Briefen halt auch viel über Fotografie und über ganz, ganz besondere Fotos, die auch viele Menschen kennen und bildet da aus diesen Fotos quasi auch Metaphern zu ihrem eigenen Leben. Und das kann Declan, der ja diesen Brief findet, absolut nachvollziehen. Und ja, deswegen antwortet er ihr auch. Und auch Declan hilft, diese Briefaustausch mit seiner Gesamtsituation umzugehen. Und ja, wie es mit den beiden dann weitergeht und ob vielleicht aus diesen Briefen mehr wird irgendwann und ob die beiden es schaffen, sich gegenseitig ein Stück weit ins Leben zurückzuholen, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich kann nur sagen, dass die Handlung hier wirklich mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl erzählt wurde. Ich konnte die Trauer von Juliet verstehen. Ich glaube, jeder Mensch, der schon mal einen Verwandten oder eine Person verloren hat, die einem sehr, sehr nahe stand, kann den Schmerz von Juliet wirklich nachvollziehen. Ich finde, das hat die Autorin wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Und ja, ich war da auf jeden Fall immer komplett bei Juliet und auch bei Declan, denn auch, wie gesagt, er hat eine Situation, die er bewältigen muss. Und ich konnte auch Declan, trotz dass er dieser Bad Boy ist, liest man ja seine Gedanken, weil man liest dieses Buch wieder aus beiden Sichtweisen. Und ich konnte Declans Gedanken so verstehen. Ich habe mich super in ihn hineinversetzen können und habe mir nur so gedacht, ja, ich glaub's dir, ich nehm's dir ab, dass du dich so fühlst. Ich kann dich verstehen und es tut mir voll leid, dass du in diese Situation steckst. Und wie gesagt, auf der anderen Seite war Juliet, die ich genauso verstehen konnte. Und es war einfach wahnsinnig toll zu sehen, wie die beiden sich durch ihre Briefe gegenseitig Kraft gegeben haben und gegenseitig quasi aus ihren Löchern gezogen haben. Und ja, es war einfach ganz, ganz toll, das mitzuerleben und mitzulesen. Und ich mochte die Handlung. Ich fand zum Ende hin, fand ich es ein bisschen abrupt beendet. Also ich fand, das Ende kam dann sehr, sehr plötzlich. Also es wurde Zeit, dass das Ende dann kam. Aber die Abwicklung des Endes war mir ein bisschen zu knapp. Da hätte ich mir gerne noch so 10, 15 Seiten vielleicht mehr gewünscht. Aber ist jetzt kein großes Drama, ne? Also ich finde, es spricht ja mal für das Buch, wenn man sich mehr von der Geschichte wünscht. Und ja, ich fand es auf jeden Fall richtig gut. Ich mochte die Handlung total. Wie gesagt, ich fand, sie war mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl erzählt, gerade was diese Thematik betrifft, die ja doch ein bisschen schwerer ist. Und Bridget Kemmerer konnte mich da auf jeden Fall, was das betrifft, voll und ganz überzeugen. Was die Charaktere betraf, hatte ich bei Juliet hier und da so meine Schwierigkeiten.
mich in sie hineinzuversetzen und das Ganze nachzuvollziehen, obwohl ich schon immer bei ihr war, gerade wie gesagt, wenn es um ihre Trauer ging. Aber ich meine, sie ist nun mal halb so alt wie ich inzwischen fast. Naja, nicht ganz, aber so. Naja, ihr wisst, sie ist ein Teenager und manche Entscheidungen hätte ich damals wahrscheinlich auch so getroffen wie sie, aber heutzutage denke ich halt anders drüber. Deswegen kann ich mich in solche Situationen nicht mehr immer 100% hineinversetzen, was ich jetzt aber auch absolut nicht schlimm finde. Und ja, ansonsten mochte ich die Charaktere. Wie gesagt, ich fand Declan richtig gut. Ich war komplett bei ihm. Ich konnte seine Wut und seine Verzweiflung und sein Unverständnis auch. Ich konnte es einfach verstehen. Und ja, ich fand, das war einfach auch total gut rübergebracht. Und ja, ich mochte die Charaktere, auch die Nebencharaktere, die in diesem Buch noch mit drin vorkamen, wie die beste Freundin von Juliet oder auch der beste Freund von Declan. Die fand ich richtig gut. Und ich fand auch den Vater von Juliet richtig gut. Man hat auch bei ihm gemerkt, dass er einfach am Ende ist, dass er nicht mehr weiter weiß. Er weiß nicht, wie er seiner Tochter helfen soll. Er weiß nicht, wie er ihr beistehen soll. Und das hat man auch richtig gut gemerkt in diesem Buch. Und ich fand, das hat die Autorin wirklich richtig gut rübergebracht. Es gibt ja so Bücher immer, da fragt man sich immer, boah, was ist denn nur mit den Eltern? Interessiert die das denn einfach mal nicht? Und in diesem Buch spielen die Eltern, wie gesagt, bei Juliet zum einen, aber auch bei Declan auf der anderen Seite spielen hier schon eine gewisse Rolle. Und das fand ich richtig gut, dass man endlich mal ein Buch auch hatte, wo man so familiäre Probleme aufgreift, ne, die einen wirklich ja auch selbst treffen können. Und ich fand es einfach, wie gesagt, richtig gut erzählt und ich fand die Thematik gut und ich mochte das Ganze. Und ja, also Handlung gut, Charaktere gut. Vom Setting her hat es mir auch richtig gut gefallen. Ich fand die Szenenbeschreibungen richtig gut. Ich weiß nur gerade absolut nicht mehr, wo das gespielt hat. Das ist immer so ein Punkt, ne? Ich merke mir irgendwie in letzter Zeit keine Orte. Verdammte Hacke. War das auch? Also es war auf jeden Fall auch in einer Großstadt. Ich weiß gar nicht, ob man das hier... Genau, ob man den Namen der Stadt überhaupt gesagt hat. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall spielt dieses Buch in einer Großstadt, in einem typischen Vorort mit Highschool und allem, was dazugehört, also was auch die Gegend, also was auch die Gegend betrifft und alles. Ich weiß gerade nicht mehr, wo das spielt. Das ist komplett weg. Das fällt mir nicht mehr ein. Irgendwann die Nacht, wenn ich im Bett liege, fällt es mir ein und denke ich mir, ah, verdammt, so war das. Naja. Egal, ist ja nicht so schlimm. Aber ich fand die Szenenbeschreibungen gut. Ich konnte mir die Orte, wo die gerade interagiert haben, sei es jetzt die Highschool oder das eigene Zuhause oder das Haus der Freundin, ich konnte mir das richtig gut vorstellen. Ich habe das sehr, sehr gemocht. Ich fand, wie gesagt, was das betrifft, den Schreibstil von Bridget Kämmerer auch richtig gut. Und ja, allgemein der Schreibstil hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, dass dieses Buch mit dem gewissen Fingerspitzengefühl erzählt wurde. Es war nicht zu plump. Es war wirklich eine ruhige Geschichte, eine sehr, sehr liebe voll erzählte Geschichte, eine Geschichte, in der man auch wirklich transportiert bekommt, was die Charaktere fühlen. Und ja, fand ich richtig gut. Und wie gesagt, bei so einer Thematik muss das auch sein. Falls ihr mal Lust auf einen Jugendliebesroman mit einer etwas schwereren Thematik habt, dann schaut euch Der Himmel in deinen Worten auf jeden Fall an. Ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Ich finde auch das Cover richtig cool, muss ich sagen. Ne? Also es ist ein Hardcover und es ist jetzt kein sehr, sehr dickes Buch, aber ich finde die Aufmachung von diesem Buch richtig, richtig schön. Und ja, I like. Wie gesagt, lest dieses Buch. Wenn ihr mal Lust auf ein bisschen eine ernstere Thematik habt, dann Der Himmel in deinen Worten. Ich kann es euch, was das betrifft, nur empfehlen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das waren wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Jetzt winke ich schon mit den Büchern. Ich werde halt nicht mehr fertig. Ciao.